Hallo meine Freunde, heute will ich Gina besuchen oder überraschen. Sie ist die Trainerin von CrossFit und ich will ein paar Tricks lernen oder einfach lernen, was CrossFit bedeutet. Hallo Gina, hi. Darf ich dich überraschen? Nein. Komm jetzt, gut, zeig mir. Komm jetzt. Komm, zeig mir ein paar, zwei, drei Tricks. Halt nicht. Komm, Gina, zeig mir ein paar Tricks. Was für Tricks? Was willst du sehen? Ja, zeig mir genau, was CrossFit bedeutet. Oder wie läuft es bei euch im CrossFit? Momentan mache ich nur Gewicht hier. Leute, ich bin heute mit Gina, beste Trainerin im CrossFit. Und ich wollte Sie fragen, ich kenne mich wirklich gar nicht aus mit CrossFit. Und ich wollte Sie fragen, was bedeutet genau, also für mich CrossFit ist nur Gewichte heben. Also was bedeutet genau CrossFit? CrossFit ist ein hochintensives Training. Es besteht aus Functional Movements, aber auch turnerische Elemente, Gewichtheben. Anderes Zeug wie mit Kurzhanteln, aber auch Cardio-Zeug, also wie Bikefahren, Rudern, ja, so hätte ich es. Okay. Wie lange trainierst du schon CrossFit? Ich mache das jetzt schon seit 3 Jahren. Genau. 3 Jahre? Ja. Für 3 Jahre? Und wie heißt beim CrossFit? Wettkämpfe oder wie sagt man? Ja, Competition. Turnier, Competition? Genau. Wie oft warst du bis jetzt oder was für Competition hattest du? Ich habe unterschiedlich. Also ich habe angefangen in Stuttgart, war mein erster. Okay. Dann war der nächste in Berlin. Mein dritter war dann in Istanbul, in der Türkei. Genau. Und dann war noch mein letzter in Warnemünde, Rostock. Der war ganz cool, der war am Strand. Ja, okay. Genau. Schön. Ja. Ich würde gerne was ausprobieren. Also ich glaube nicht, dass ich schaffe deine Gewichte, was du. Liegt auch mehr nur an Kraft oder an Technik? Braucht man eine richtige Technik? Weil ich, ja. Also im Kampfsport dann auch, macht viel aus, nur, auch nicht nur Kraft, aber die Technik, ja. Und Schnelligkeit bei euch auch so. Technik. Oder? Technik, ja. Viel Technik. Sehr gut. Okay, ich habe die Technik, aber ich glaube, ich probiere mal. Ich lasse mich gut probieren. Okay. Mal als Spaß, mal ernst, aber ich weiß, dass ich nicht schaffe. Also auf was muss ich beachten jetzt? Oder? Den Squat. Ja. Dann stehst du quasi auf und ziehst mal hoch. Einfach nur so hoch. Genau. Erst Hüfte und dann hochziehen. Okay. Hier, wie hatte ich das? Einfach so oder hier? So. Okay. Genau. Also und jetzt einfach wie? Tiefer? Tiefer? Genau. Echt? Und dann einfach gerade. Wie viel Kilo sind jetzt? Ich muss wissen, davor schon wissen. Wie viel? Ah, geht schon. Ich wiege schon 70 Kilo nur. Echt jetzt? Also ich probiere nochmal. Warte. Und einfach nur hier und dann. Ja, aber. Auf dem Knie, wirklich Hüfte runter. Hüfte hier. Okay. Also. Und dann ich glaube, war das ein Fehler, dass ich gekommen bin, weil zurzeit bin ich nicht so fit und ja. Als ob ich früher hätte Und jetzt machst du gleich nochmal. Stark. Im CrossFit machst du, dass du ein Workout hast, auf Zeit. Okay. Das dann zum Beispiel aus Thesen besteht und Burpees oder so. Hast du X Wiederholung? Du hast sowieso nachher deinen Kurs gehen mit genau. Den Leuten, da werde ich auch ein bisschen filmen, nur wenn ich schon heute mit dir gesprochen habe. Was machst du weiter jetzt? Was trainierst du noch? Oder was auf Vorbereitung, was Bestimmtes haben oder einfach diese Routine für dich, das, was du gerade machst? Nein, also für mich
steht ein Gewichtheberwettkampf an im Dezember und darauf trainiere ich dann jetzt. Also ich reines Gewichtheben, olympisches Gewichtheben, genau. Okay, Gina, dann störe ich mich nicht mehr lange. Ich werde nachfilmen von deinem Kurs ein bisschen. Ja? Okay. Vielen Dank.